Der Islam bedeutet nicht nur Errettung vor der ewigen Verdammnis in der Hölle und den Eintritt in das Paradies, sondern auch ein Leben in Ehre auf der Dunya. Wir suchen Ehre nicht in Geld, in Macht, in Ansehen oder Aussehen, sondern einzig und allein im Islam. Unsere Ehre liegt darin, dass wir das Gebet vollziehen, gut zu unseren Eltern sind, uns richtig anziehen und bedecken und den gesamten Islam versuchen, bestmöglich zu praktizieren. Solange der Muslim seine Ehre nicht auf anderen Wegen zu erlangen versucht, wird er seine Ehre im Islam finden. Dieses Ehrgefühl geht mit einem Selbstbewusstsein einher, das zu einer Haltung führt, bei der man sich für niemanden und vor allem nicht die Feinde Allahs verbiegt, stets zu seinem islamischen Standpunkt steht und nichts und niemanden fürchtet, außer Allah, dessen Hilfe und Unterstützung man sich erhofft. Allen voran die Sahaba sind ein exzellentes Beispiel dafür, seine Ehre nur im Islam zu suchen. Sie sind sozusagen der praktische Beweis dafür. Der große Gelehrte At-Tabari rahimullah berichtet in seinem bekannten Werk Tarikh At-Tabari die Begegnung des Sahabi Rabi ibn Amr mit dem persischen Führer Rustam. Diese Begegnung fand noch vor der bekannten Schlacht von Qadisiyah statt. Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu an schickte Rabi ibn Amr als Repräsentanten der Muslime, um mit Rustam zu sprechen. Er ritt auf seinem gewöhnlichen Pferd mit seinem Schwert, für das er nicht mal eine Scheide besaß. Stattdessen umwickelte er es mit einem Tuch. Er trug auch keine besondere Kleidung, sondern war bescheiden gekleidet. Persische Teppiche wurden ausgelegt, der Thron für Rustam aufgestellt, welcher aus Gold war. Auf beiden Seiten des Teppichs, über den Rabi ibn Amr gehen sollte, befanden sich königliche Wachen. Rabi trat mit seinem Pferd ein und ritt mit ihm über den Teppich. Die Wachen versuchten ihn aufzuhalten, aber er fuhr fort und zerriss zwei Kissen, die dort lagen, und band sein Pferd an diese Kissen. Er kam selbstbewusst herein. Die Klinge seines Speeres richtete er gen Boden und stocherte damit in den Teppich herum, sodass Löcher entstanden. Rabi ibn Amr radiallahu an fand an all dem Prunk und der Extravaganz keinen Gefallen und er wollte nicht, dass sie glauben, er wäre fasziniert davon. Dann fing er das Gespräch mit Rustam an und dieser fragte ihn, was die Muslime in sein Land führte. Rabi ibn Amr radiallahu an antwortete ihm: Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesandt, um euch von der Anbetung der Schöpfung zu befreien und zur Anbetung des Schöpfers der Schöpfung zu führen und um euch von der Enge dieser Welt in die Weiten dieser Welt und des Jenseits und von der Unterdrückung der Religionen zur Gerechtigkeit des Islam zu führen. Sodann stellte Rabi ibn Amr radiallahu an Rustam vor drei Optionen. Erstens, sie würden Muslime werden und dafür in Ruhe gelassen werden. Wenn sie dies verweigern sollten, dann wären sie dazu angehalten, die Jizya, eine Art Schutzsteuer, an den islamischen Staat zu zahlen. Und im Falle dessen, dass sie beides verweigern, sagte Rabi ibn Amr radiallahu an, dass das Schwert zwischen ihnen steht. Rustam bat daraufhin um Bedenkzeit und so sagte Rabi ibn Amr, dass sie 3 Tage Zeit haben. Dies war ihm zu wenig, doch Rabi antwortete: Die Sunna, der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dass wir unseren Feinden 3 Tage geben, um darüber nachzudenken. Und wir werden dich während dieser Tage besuchen. Am 4. Tag werden wir den Kampf anfangen. Letztlich kam es zur Schlacht von Qadisiyah, bei der Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen den Sieg schenkte. Alhamdulillah. Diese Geschichte lehrt uns, zu was es führen kann, wenn man seine Ehre durch den Islam definiert und dadurch über ein Selbstbewusstsein verfügt, das unvergleichbar ist. Rabi ibn Amr radiallahu an ließ sich weder von dem Prunk und der Extravaganz beeindrucken, die errichtet wurde, um ihn zu empfangen. Noch konnten die Wachen von Rustam dafür sorgen, dass er zittrige Knie bekommt, als sie von ihm forderten, dass er seine Waffen ablegt. Er war auch zu keinem Zeitpunkt bereit, auf die Forderung Rustams einzugehen, ihnen mehr Bedenkzeit zu geben, denn der Islam hat eine klare Antwort darauf gehabt, die er genau so kommuniziert hat. Zu keinem Moment fürchtete er sich vor ihnen, noch ging er Kompromisse ein. Mit der Gewissheit, das Richtige zu tun und Allah subhanahu wa ta'ala hinter sich zu haben, tat er, was getan werden muss. Wir können ihn zum Vorbild nehmen und versuchen es ihm gleich zu tun, um denselben Erfolg zu erreichen. Oder wir werden schwach und kompromissbereit und haben die Konsequenzen der Erniedrigung zu tragen.